Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, A New Beginning. Ich wollte eigentlich den lieben Amir was zum Geburtstag schenken, aber rushe voll in Senshei rein und der hat irgendwie eine Anfrage oder eine Bitte, Request. Ich kenne jetzt Request wirklich so als Bitte oder Anfrage oder ähnliches. Wir werden mal gucken, was er will. Warum liegt da ein Stein? Warum liegt da... Hier liegt ein Stein mitten im Weg. Okay. Hast du vielleicht mal ganz kurz Zeit? Ich habe eine Frage oder eine Bitte an dich. Naja, eigentlich. Möchtest du mal bitte ganz kurz mit mir kommen? Okay. Ja, ein Stein. Wie es sich rausgestellt hat, brauchen wir ganz dringend ein paar Steine. We got the raw stones, but still no hammer. Okay, wir haben die rohen Steine einfach so, aber keinen Hammer, um sie zu bearbeiten. Glaubst du, du kannst deinen Hammer benutzen, um sie in Arbeitssteine zu verwandeln? Natürlich kann ich das. Vielen, vielen Dank. Kannst du bitte mit Evie direkt anfangen? Ach, exzellent, Miss Yumi. Oh, ich merke schon, beim Übersetzen von ihm bin ich jetzt vom Sie zum Du gekommen. you're way around the hammer. Du weißt, wie man mit einem Hammer umgeht. You run way or the other. I need to repay. Okay, er möchte sich bei uns erkenntlich zeigen für unsere hilfreiche Tat. Miss Yume, ist irgendetwas? Oh. Oh, Miss Yume. Bitte zeigen Sie mir mal Ihre Hände oder zeig mir deine Hände. Zeig sie mir, bitte. Oh. Oh, dein Nagel ist eingerissen. Konnte das von einem Hammer kommen? Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Was? Nein. Du magst keine Krankenhäuser? Wovon redest du? Komm schon, wir gehen jetzt. What? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? War das die falsche Antwort? Ich weiß nicht. Was auch immer du getan... was hast du denn da getan? Something I said from a farm. Okay. Sich mit dem Hammer selbst auf den Finger zu schlagen, ist etwas, was ich jetzt nicht von einem Bauern gerade erwarten würde. Okay. Doktor. Bitte reden Sie mit ihr nicht so. Ich habe sie etwas gebeten und deswegen wurde sie so verletzt. Oh. Okay. Okay, beruhigen Sie sich. And you don't become so excited about anyway. Okay. Es ist halt ungewöhnlich, dass es zu so einer schweren Verletzung kommt. You can leave as soon as I finish the treatment. The pain won't last long, but come again soon if the pain persists. Okay. Ihr könnt gehen, sobald ich mit der Behandlung fertig bin. Der Schmerz wird schnell nachlassen, aber falls, aber wir sollen schnell zurückkommen oder bald zurückkommen oder halt wiederkommen, wenn der Schmerz halt nicht nachlässt und bleibt. Ach, vielen Dank, Doktor. Okay, Miss Yumi, sollen wir gehen? Ich bringe Sie zurück nach Hause. Oh nein! Ich wollte doch... Oh Gott. Na gut. Hm? Must be hurting a great deal. You may... It's in for your interview. Okay, ja. Meine Hand muss ganz schön wehtun. Und er möchte sich förmlich dafür entschuldigen. Ach, was? Vielen Dank. Sie sind sehr nett, Frau Yume. Miss Yume. Und vielen Dank für den Stein. Ich bin mir sicher, sie waren uns eine große Hilfe. Oder das war uns eine große Hilfe. Ich werde Ihnen ein anderes Mal danken. I must be getting back. Please take care of yourself. Okay, ich muss nun zurück. Und bitte passen Sie gut auf sich auf. Ja, es sieht uns anscheinend eigentlich immer noch. Und ich habe jetzt manchmal du gesagt. Na gut. Alles klar. Jetzt... Ich glaube, jetzt lohnt es auch nicht mehr, zu den alten Ruinen zu gehen. Allein aus dem Grund, ich glaube, wir fliegen da 5 Stunden oder noch länger. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange wir fliegen.
Ich guck gleich mal. Vielleicht haben wir Glück und... Nope. Amir ist nicht... Ah, Amir ist auf meiner Farm. Na tolli. Ach, durch das ganze Hin- und Hergerenne, jetzt schaffe ich das eh nicht mehr. Aber wir können ja noch woanders hinfliegen. Ist ja kein Problem. Vielleicht kriege ich endlich mal meine letzte Kokosnuss zusammen. Das wäre auch mal ganz cool. Schauen wir mal. Also, wir gehen so oder so ins Reisebüro. Okay. Amir! Ist voll traurig. Er hat Geburtstag und läuft hier alleine über meine Baumplantage. Das ist irgendwie ein bisschen wenig prinzenhaft, oder? Ich weiß nicht. So. Amir, wo bist du da? Hallo. Ein Geburtstagsgeschenk. Ja, jetzt wurde es erwähnt. Ich habe Geburtstag. Das ist Eintopf, oder? Wow, das ist echt lecker. Vielen Dank, Junge. Voller Mainschleimer. Ich weiß gar nicht, hatten wir Liebes-Events mit Amir? Kann man die überhaupt haben, wenn man die Herzen nicht sieht? Das ist gerade gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Gut. Ja, dann auf zu den südlichen Inseln. Und da werde ich hoffentlich mal endlich eine Kokosnuss finden. Das wäre ja mal ganz formidabel. Na gut. Ich glaube, jetzt außer bei Amir haben wir jetzt überall jetzt alle Liebes-Events gesehen. Und wir haben jetzt auch alle Junggeselle meines Wissens nach im Dorf. Das heißt, wenn wir mit Amir durch sind, kann ich mich endlich mal für jemanden entscheiden. Schauen wir mal. So, hallo. Ich würde gerne in die Südinseln. Naja, alles klar. Ja, ja, 10.000 ist geschenkt. Wir haben doch die Kohle. Alles klar, die Südinseln. Wir sind angekommen. Und bis 9 Uhr haben wir Zeit. Oh yes. Lalalala. So, was haben wir denn hier? Kann ich auch was mitnehmen? Nö. So, Kokosnussis. Kokosnüsschen, ein Stein. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Denn selten, wenn man ja Steine findet, findet man auch Kokosnüsse. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, das ist nicht sehr... Ah, doch, eine Kokosnuss, okay. Yes, jo, Mann. Hallo. Die Seabreeze feels great. Look at the sky. Could feel myself living here. But first I'm gonna find some nice like you. I'm gonna take a long time. Okay, er findet es hier schön, die Brise und das Wetter und alles mega geil. Und er möchte aber mit jemandem zusammen hier leben. Wie ich. Wie mich. Hat er sogar explizit gesagt. Ja, so ein Paradies ist besonders schön, wenn man es mit jemandem teilen kann, schätze ich. So, ist jetzt noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann. Habe ich eigentlich Fischis zum Verschenken? Ja. Ich kann mich ja noch ein bisschen mit den Schildkrödis anfreunden. Bitteschön. Und immerhin, sie sind inzwischen Punkt, 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 wenn ich sie hochnehme. Das ist schon mal so etwas Ähnliches wie ein Fortschritt, würde ich schon fast sagen. So, gucken wir mal, was es jetzt hier unten noch Schickes gibt. Lalalala. Oh, falsch. Ich hab immer falsch. Ich vergesse immer, dass ich hier rüberspringen muss. So. Okay. Ein schwarzer Stein. Ein fetter Elefantenkäfer. Und noch zwei Pineapples. Ananas, Ananas, yeah. Ananas. Da kann ich ein paar Ananasser ja mal vielleicht dann in meinem... Wie heißt es nochmal, in meinem Gewächshaus anpflanzen? Gucken wir mal. Aber erst einmal geht's zurück. Ach ja, hier runter. Lieber Charles, ich möchte wieder gehen. Okay, das war wunderbar, ihr beiden. Ich danke euch. Wobei ich euch dafür auch natürlich bezahlt habe. Hey. Alles klar. So, die Frage ist eigentlich... Wie, wo, wann ich hier mal bei Amir ein paar Liebes-Events habe. Gibt's die? Eigentlich schon, ne? Schauen wir mal. Dann muss ich auf jeden Fall mal irgendwie mal vorbeikommen. Und ich denke schon, dass wir mindestens ja das schwarze Herz-Event... Herz-Event. Herz-Event mit ihm mal haben werden. Oh, ich habe vergessen, den Daikon zu pflanzen. Ups. Ich glaube, das war keine gute Idee. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffe, oft genug zweimal zu gießen. Ne? Das heißt,
Wir werden kein Daikon anpflanzen, meine lieben Freunde. Nope, kein Daikon for us. Planänderung, weil ich werde bestimmt doch sehr oft wegfliegen abends. Dann kann ich nicht nochmal gießen. Und das schaffe ich dann jetzt nicht mehr. So schnell kann sich das ändern. Na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber toll ist es auch nicht. Naja, dann werde ich dann wieder... Huch! Im nächsten Jahr dann wieder in die Vollen gehen. So, gucken wir mal. So. Ich gucke gleich mal auch wegen Geburtstagen. Da ist ja bestimmt bald nochmal was. Wobei, ich glaube, heute hat jemand Geburtstag, der noch gar nicht im Dorf ist. Habe ich schon gesneakt. Oh, was mache ich denn hier eigentlich? Nein, ich bin zu früh zurückgegangen, weil ich doof bin. Ganz wichtig ist die Information, weil ich doof bin. Ich überlege ohnehin, ob ich mir noch ein zweites schwarzes Huhn holen soll. Das ist, glaube ich, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Weil... eigentlich ist es total dumm, aber ich möchte irgendwie ein weißes, ein goldenes, ein schwarzes und ein orangenes Ei haben, damit das so schön bunt ostermäßig ist. Und irgendwie finde ich das geil. Na, mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mache. Oh yes. Gut. Na guti, haben wir uns das jetzt angeguckt. Big fail, sage ich da einfach mal nur. So's. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen rumdüngeln. Das ist voll mein Ding. Ja, alles schön. So. Ah. Dann natürlich auch wieder den Brokkoli, damit ich den besten Brokkoli überhaupt habe. Und langsam könnten wir auch mal hier gucken, wegen dem Gewächshaus. Ich glaube, ich müsste jetzt tatsächlich genug Kokosnüsse zusammen haben. Das wäre natürlich wunderbar. Aber erstmal dünge ich hier schnell alles. Ich bin hier sehr beflissen dabei, diverse Kräuter auch mit hochzuzüchten. Einfach nur fürs Parfüm, für die Bienen. Ihr wisst schon, ihr kennt den Spaß, ja. Vielleicht schaffe ich es ja heute auch, in die Ruinen mal zu gehen. Zur Abwechslung mal. Das wäre eigentlich mal relativ cool, so ganz unter uns. Schauen wir mal. So. So. Ganz, ganz schnell hier alles. Na ihr? Alle mal kurz knuddeln. Ich glaube, morgen müsst ihr auch alle mal wieder geputzt werden. Ihr seid, glaube ich, alle auch schon wieder dreckig. Heute, glaube ich, noch nicht, aber spätestens morgen dann. Wir wollen ja keine dreckigen Tiere hier, weil dreckige Tiere sind traurig und werden krank und ihr kennt das ja. So, gebürstet werden müssen hier auch noch einige. Zum Beispiel du und Rose. Schnell hoch. Ach, wir können heute, glaube ich, eh nicht wegfliegen. Freitags geht das ja nicht. No! Natürlich jetzt doof. Ich glaube, man kann nur montags bis donnerstags wegfliegen. Das spielt mir jetzt natürlich wenig in die Karten. Aber na, ich schmeiß hier wieder Leckerlis um mich. Das ist natürlich jetzt doof. Aber naja, geht schon. Hier. Ich kümmere mich immer so gut um euch. Ich will, dass ihr endlich mal irgendwie groß werdet. So ein Riesentier. Das fände ich richtig groovy. Das würde mich glücklich machen. Jo. Vielleicht sollte ich auch generell mal ein bisschen mehr wieder normale Leckerlis füttern. Gestern habe ich zwei normale Leckerlis gefüttert. Aber einmal reicht natürlich nicht. Das muss natürlich auch wieder in Mengen gemacht werden. Und auch noch Lolli. Und jetzt... das waren alle Schafleckerli-Träger. Nee. Doch. Und dann jetzt noch die Chickies. Die wollen ja auch. Wie du, Dana. Ja, schmeiß hier wieder Leckerlis um mich. Das ist wieder furchtbar. Vielleicht kommt ja wieder Toni vorbei und möchte eins. So, und ihr beide noch. Mann! Ich bin zu doof für alles. Back, back. Na, mal gucken. Wenn endlich mal... eines meiner Tiere 5 Produkte gibt am Tag. Das würde ich mal so ein bisschen feiern. So, wo ist jetzt hier das letzte? Da. So, wir gucken mal generell nochmal nach dem Zustand. Wie sieht's aus? Ja, gemolken werden müsstet ihr noch. Ja, Rose,
Das sind die Times 1. 4, 4, 2, 4, 3, 2, 3. Irgendwie, es flutscht nicht. Es flutscht einfach nicht. Es ist schade, aber irgendwann. So, dann nehme ich auch die Eier mit. Guck nochmal wegen Futter. Ja. Futter teile ich noch aus. So. Und hier. Her damit. Und daher melken muss ich ja auch noch. Boah, ich vergesse immer so viel. So. Okay, wer will gemolken werden? Alles, was Zitzen hat. Das klingt komisch. Ich sollte aufhören mit reden. So. Ach, ich liebe den Schnellmelker. Sehr gut. Und hier auch nochmal. Perfekt. So. Dann mal drüben bewässern. Ein bisschen herumsprenkeln. Ist hier irgendetwas fertig? Ach, hier noch. So. Jetzt haben wir ja auch Platz. Ganz toll, aber naja. Na, hier geht noch nicht. Der Frühling kommt ja ganz bestimmt bald. Also nichts Schlimmes. Da, 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 la, 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 la. Dadurch. Perfekt. Gut. Ich würde auch mal interessieren, ob wir bei Senshei jetzt ein blaues Herz haben. Aber wie gesagt, erstmal ist Amia dran. Da sehen wir alle Events und dann geht's weiter. Dann entwickelt sich hier erstmal was. Jo. Gut. Genau, das Gewächshaus. Das wollte ich auch noch zusammenbasteln. Das machen wir jetzt mal. Ich hoffe, ich habe alles jetzt. Wenn nicht, wird das jetzt wieder eine große Enttäuschung. Wenn jetzt wieder eine einzige, eine einzige Kokosnuss fehlt. Nein! Ach nein. Ach, okay. Green Alpaca Yarn. Great Alpaca Yarn. Das kriegt man hin. Schnell zurück. Dubi dubi dubau. Dubi dubau. Ja. Okay. Ja. Wo sind wir denn? 10 Stück brauchen wir. Alpaka, Great Alpaka Yarn. Habe ich sogar 11 Mal die Wolle. Geht genau auf. Also bis auf 1. Gerade so, ne? Aber jetzt haben wir alles. Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, was ich überhaupt jetzt züchten möchte eigentlich, weil momentan bin ich ja mehr so auf dem... Es klingt komisch, wenn ich das so sage, aber ich bin momentan so auf dem Kräutertrip. Aber schon alleine für, wie war ihr Name, Sandra? Da brauchen wir ja einen bestimmten Qualitätsklassen Blumen oder so. Und da kann ich aber das Jahr ja verschiedene Blumen ranzüchten. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Da gucken wir mal. Aber erstmal schön bauen. Wo bin ich denn jetzt? Greenhouse. Los geht's. Wie soll ich daraus ein Greenhouse machen? Aus Kokosnüssen und Wolle und hä? Ging sogar relativ schnell. Oh yeah. Es ist eigentlich kein Glashaus, es ist einfach ein Gewächshaus. Oh yes, very nice. Natürlich die Frage, wo wir das hinsetzen. Optimal ist es natürlich, wenn wir das hier zu den anderen Pflanzen einfach dann da hinsetzen. Ich muss es generell noch machen, dass ich dann die Tiere rüberräume und die Pflanzen dorthin und das alles so ein bisschen hin und her schiebe. Aber momentan würde ich sagen, wir lassen das einfach so hier erstmal stehen. Hier so in die Ecke einfach. Da hacke ich jetzt hier auch mal ein bisschen was weg, dass wir auf jeden Fall viel Platz haben. So. Ich hoffe, das reicht so. Ich mache einfach alle kleinen Setzlinge weg. Da bin ich auf der sicheren Seite, falls ich hier noch irgendwie rumräumen möchte oder so. Ist dann auch immer nervig, wenn ich dann nichts hinstellen kann, weil da wieder irgendwo ein Snickers liegt.
dann sagt das Spiel so, nee, da liegt ein Stückchen, deswegen kannst du das nicht bauen. Und oh Gott. So, dann schauen wir mal. La la, la la. Gut. Okay. Ich frage mich, wie viel Platz wir darin haben werden. Ob sehr viel Platz ist oder eher beengt. Naja. Erstmal gehen wir wieder in den Edit-Modus. Denn die gute Edit muss man wieder mitmachen. Was haben wir denn da? Den Bungalow, den habe ich noch nirgendwo hingesetzt. Ups, den habe ich ganz vergessen. Ach du Schande. Da sollte ich mich zeitnah auch mal drum kümmern. Oh Gott. Da müsste ich dann auch mal rüber, und um den oben hinzusetzen. Am besten mal ein paar Bäume wegfällen, um Platz zu machen. Schauen wir einfach mal dann. So, natürlich passt das jetzt hier nicht. Geh mal weg. Du Watering Spot, du. Komm mal hier so hin. Da ba 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 ba. Jetzt haben wir ein Greenhouse. Ist das nicht wunderschön? Da wird das sogar hier so voll fancy. Können da hier sogar so voll pseudo-fancy irgendwie so ein paar Zäune hinsetzen, um das hier alles ein bisschen schicker zu machen. Dass jetzt hier irgendwas schicker macht, kann ich nicht sagen, aber ich behaupte es einfach mal. Und immer so dazwischen vielleicht immer so ein bisschen Platz eins. Dass ich trotzdem überall durchschlüpfen kann. Sieht jetzt so ein bisschen pseudoprofessionell aus. Spätestens, wenn es wieder irgendwelche neuen Setzlinge vor Bäumen gibt, werde ich hier eh wieder das ganze Konzept über den Haufen werfen müssen. Aber jetzt im Moment ist das auch so ganz okay, oder? Machen wir das mal so. Ich kann sogar theoretisch ja eigentlich mir hier so einen Weg hier rüberlegen lassen jetzt, oder? Das würde doch schon voll professionell aussehen. Ich mach mal hier so. Boah, jetzt bin ich ja richtig am Maken. Krass. Gut. Dann verlege ich mal den Weg noch zu Ende und sage mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made Let's Play Harvest Moon, a new beginning. Bye!